Hello, how are you? Frau Schaefer, our imaginative old lady, is traveling to Cologne. She's going to the Photokina, an important trade show for photographic and motion picture equipment. As usual, I'll translate a few sentences for you at the beginning of the story. So look, listen, and you will understand German. So. Oma, reg dich nicht auf. Junger Mann, Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Young man, you don't seem to know who I am. Junger Mann, Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Nee, wieso? Eine Dame. Meisterhaft, diese Fotografie, dieses Licht. Meisterhaft, nicht wahr? Hm. Sehen Sie doch. Sehen Sie mal, diese Kontraste. Drängen Sie doch nicht so. Gehen Sie doch weiter. Sie, wen Sie vor sich haben. Moment mal bitte, ja? Haben Sie mich jetzt fotografiert? Ja. Und in 60 Sekunden ist das Bild fertig. Fertig? Fertig? Fertig zum Mitnehmen. Ach, das ist mal was Neues. Ich fotografiere auch. Zeigen Sie mir, wie das funktioniert. Show me how it works. Zeigen Sie mir, wie das funktioniert. Das ist kinderleicht. Sie fotografieren, ziehen das Bild heraus, warten 60 Sekunden und bitte. Das ist ja wunderbar. Das Licht, die Kontraste. Machen Sie doch noch ein Foto. Ja, ja, gerne. Drängen Sie doch nicht so. Moment mal, bitte. Ja. Und in 60 Sekunden? Ist das Bild fertig? Ja, ja, in 60 Sekunden. Oh, schön! Moment mal bitte, ja? Meine Damen und Herren, hier sehen Sie ein Foto, das in 60 Sekunden gemacht wurde. Fotografieren ist mit dieser Kamera kinderleicht. Sie knipsen, ziehen das Bild heraus, warten 60 Sekunden und das Foto ist fertig. Interessant. Und wirklich kinderleicht. Und sehen Sie, meine Damen und Herren, auf diesem Foto... Und sehen Sie, meine Damen und Herren, auf diesem Foto, das in 60 Sekunden gemacht wurde, das Licht und die Kontraste. Meisterhaft. So. Und inzwischen ist schon wieder ein neues Bild fertig geworden. Nun bin ich aber neugierig. Wir ziehen das Bild heraus. Heraus. Na sowas. Na nun. Lassen Sie sehen. Warum können Sie das nicht? Das ist doch Ihr Beruf. Geben Sie her. Lassen Sie mich das machen. Bitte. Let me do it, please. Lassen Sie mich das machen. Bitte. Hm. Sehen Sie, eine Frau kann das besser. So etwas muss man mit Gefühl machen. You have to have a knack for this sort of thing. So etwas muss man mit Gefühl machen. Ach, drängen Sie doch nicht so.
Bitte Ihr Foto. Danke. Und denken Sie daran, junger Mann. Gefühl ist alles. Hm. Oh, ein Mondflug, nicht wahr? Mhm. Möchten Sie nicht auch einmal zum Mond fliegen? Nee, wieso? Ich schon. Moment mal bitte, ja? Zeigen Sie mir mal, wie das funktioniert. Das ist kinderleicht. Sehen Sie, Start, Ton, Bild. Aha, das ist der Start, der Ton und das ist das Bild. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Moment mal bitte. Drängen Sie doch nicht so. Oma, reg dich nicht auf. Junger Mann. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Doch eine Dame. Aber regen Sie sich nicht auf, Oma. 8 Uhr kann ich starten. Wieso kann er das nicht? Das ist doch sein Beruf. Lassen Sie sehen. Gehen Sie mal weg. Lassen Sie mich das machen. Jetzt bin ich aber neugierig. Es war kinderleicht, meine Herren. Eine Frau kann das besser. So etwas muss man mit Gefühl machen. Also fertig zum Start. Ich pfeife, wir zählen und ab zur Start. Also pfeifen, zählen, starten. 5, 4, 3, 2, 1. Fußball? Nö, wieso? Oh, gefährlich. Einzelwert ab! Schuss! Handspiel! Ein klarer Elfmeter! Wo bleibt der Pfiff? Ein klarer Elfmeter! Wo bleibt der Pfiff? Drängen Sie durch! Oma, reg dich nicht auf. Junger Mann, Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Nee, wieso? Eine Dame. Keine Diskussion mehr. Auf! Jetzt aber Ruhe. Schluss. Aber
Warum können Sie das nicht? Das ist doch Ihr Beruf. Geben Sie her. Lassen Sie mich das machen. Das ist doch kinderleicht. Moment mal bitte. Meine Herren, ich pfeife. Wir warten eine Sekunde. Und dann schießen Sie ein Tor. Also pfeifen, warten, schießen. Eine Frau kann das besser. So etwas muss man mit Gefühl machen. Aha. Schuss, nicht wahr? Sehen Sie, die können reiten. Und diese Pferde. Reiten Sie auch? Nee, wieso? Doch nicht so. Oma, reg dich nicht auf. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Na, wen? Eine Dame. Na und? Das war ein Meisterschuss, nicht wahr? Ja, ja. Jetzt schieße ich. Gehen Sie weg. Geht nicht. Ich kann nicht. Wieso können Sie nicht? Das ist doch Ihr Beruf. Irgendetwas funktioniert nicht. Geben Sie her. Lassen Sie mich das machen. Na, lassen Sie sehen. Sehen Sie, eine Frau kann das besser. Fantastisch. So etwas muss man mit Gefühl machen. Ja, ja, Gefühl ist alles. Nein, nein. Oh, danke. Vielen Dank, mein Herr. Drängen Sie doch nicht so. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben.